flacher Ebene der chinesischen Provinz Shaanxi verbirgt Dutzende spektakulärer Hügel, die als chinesische Pyramiden bekannt sind. Die Gräber wurden in der Nähe der alten Hauptstadt des Reiches der Mitte Xi'an errichtet. Eine von ihnen erregte nach ihrem Verschwinden internationale Aufmerksamkeit. Es ist eine mysteriöse weiße Pyramide mit Edelsteinen, die sogar die große Pyramide von Gizeh überschatten würde. Die ersten bekannten Sichtungen einer riesigen weißen Pyramide in China gehen auf Einträge im Tagebuch des amerikanischen Reisebüros und Kaufmanns Fred Meyer Schröder zurück, der sie 1912 bei einem Spaziergang aus der Ferne entdeckte. Schröder berichtete, er habe eine gigantische Pyramide gesehen, die von kleineren Strukturen umgeben sei. Das Problem ist, dass es in all den Jahren fast niemand geschafft hat, dieses Gebäude zu finden. Schröder schätzte, dass die Hauptpyramide mindestens 300 Meter hoch und 500 Meter auf jeder Seite war. Solche Dimensionen würden dem Bauwerk das Zehnfache des Volumens der großen Pyramide in Ägypten verleihen, die 140 Meter hoch misst. Schröders mongolischer Führer behauptete, dass die Pyramiden mindestens 3000 Jahre alt seien und dass Informationen über sie in alten klösterlichen Dokumenten enthalten seien. Die zweite und berühmteste Sichtung der Weißen Pyramide in Xi'an stammt von James Gaussmann, einem Piloten des US Army Air Corps, der im Frühjahr 1945 von China nach Assam, Indien flog. An einem Punkt erschien eine riesige weiße Gestalt vor seinen Augen. Der Pilot behauptete, es sei eine Pyramide, die sich südwestlich der Stadt Xi'an befindet. Nach zwei Jahren gab es eine weitere und wie sich herausstellte, die letzte Beobachtung dieser Pyramide in den letzten 80 Jahren. Ein anderer Pilot, Colonel Maurice Shahan, der Fernostdirektor von Trans World Airlines, flog über ein Tal in der Nähe des chinesischen Guilin-Gebirges, etwa 64 Kilometer südwestlich von Xi'an, als er ebenfalls diese riesige Pyramide sah. Shahans Bericht erschien in der Ausgabe der New York Times vom 28. März 1947. Drei Tage nach dem Bericht veröffentlichte die New York Times ein Foto der angeblichen Pyramide, das später Gaussmann zugeschrieben würde. Inzwischen haben die chinesischen Archäologen die Existenz einer solchen Pyramide entschieden bestritten. Ihrer Meinung nach sind die Beobachtungen der Weißen Pyramide von Xi'an eigentlich Beschreibungen der Meilong-Pyramide, dem Grab von Kaiser Wu in der Han-Dynastie. Auf diesem Foto könnt ihr sie sehen. Es gibt jedoch ein Problem mit dieser Erklärung. Jede Sichtung der Weißen Pyramide hat sie in die Nähe des Guilin-Gebirges gebracht. Während Maoling-Mausoleum in einer isolierten, flachen Ebene auf einer ganz anderen Seite von Xi'an liegt. Es ist kaum zu glauben, dass erfahrene Piloten einen so großen Fehler bei der Beurteilung ihrer Position machen würden. Darüber hinaus liegt Maolings Gebirge nordwestlich von Xi'an, während Gaussmann und Shahan die Pyramide im Südwesten platzierten. Shahan behauptete, dass die weiße Pyramide eine perfekte dreieckige Form haben sollte, die nicht zum flachen Maoling-Mausoleum passte. Könnte es sein, dass die New York Times einfach ein Foto des Mausoleums als Übersichtsfoto verwendet hat, um Leser die Pyramide in China darzustellen? Natürlich ist es das, aber das bedeutet nicht, dass die echte weiße Pyramide immer noch darauf wartet, entdeckt zu werden. Es ist ebenso wahrscheinlich, dass Schröder, Gaussmann und Shahan in ihren Beschreibungen und Schätzungen der Größe falsch lagen und dass ihre Beobachtungen etwas ganz anderes betrafen. Wer weiß, vielleicht liegt die echte weiße Pyramide irgendwo im schroffen Gelände des Guilin-Gebirges, zwischen hohen Bergen und tiefen Schluchten. Zahlreiche Forscher und Entdecker haben versucht, die legendäre weiße Pyramide zu finden, aber keiner war bisher erfolgreich. Glauben Sie, dass sich dieser Zustand eines Tages ändern wird?